Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bausimulator der Lenny Spitters. Wir haben heute in Folge 6 oder Folge 7 ist es, glaube ich, schon die Aufgabe, ein Einfamilienhaus zu bauen. Und das werden wir in Angriff nehmen. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute alles schaffen, aber für den Anfang mache ich hier erstmal das Licht aus. Ach. Zack. So. Und zwar sollen wir jetzt eine Baugrube ausheben. Dafür brauchen wir einen Bagger. Beziehungsweise, ja, einen Bagger. Was müssen wir denn jetzt als allererstes Wort tun? Genau, das hier ist unser. Wir müssen uns einen Raupenbagger besorgen. Den bekommen wir natürlich beim Fahrzeughandel. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben. So. Jetzt als erstes mal einen Raupenbagger besorgen. So, da wären wir. Und den haben wir auch gleich schon angeklickt. Dann nehmen wir den. Minus 5%, der kostet 595.000. So viel Geld haben wir jetzt gerade nicht. Also kaufen wir den. Ach, mieten wir den. So. Dann werden wir. Wir müssen natürlich mit einer Zugmaschine bzw. per Schnellreise dahin bewegen, weil wir natürlich den nicht fahren können über die Straße. Das heißt, wir brauchen die Karte und müssen dann zur Baustelle. Die befindet sich da. Könntest du später natürlich auch mal eine Zugmaschine mit Tieflader besorgen, dass wir die Baumaschinen dort draufstellen können und dann auch ja, die zum Einsatzort bringen können. So, da ist die Baustelle. Grundsätzlich was gucken. Einen kleinen Moment. Ich hatte das nämlich. So, da könnt ihr mich auch besser verstehen. Dann wollen wir mal schauen. Ist das hier überhaupt richtig? Gehe ich doch mal von aus, oder? Weil sie irgendwie keine Prozentzahl anzeigt. Doch hier richtig. Ist ja die Baustelle. Wohnsiedlung, ja. Warum zeigt er keine Prozentzahl an? Das verstehe ich nicht. Ah, jetzt. Warte mal, vielleicht müssen wir auch ganz von der anderen Seite da dran. Wir sind auf jeden Fall richtig.
So, dann kippen wir den Scheiß erstmal aus, würde ich sagen. So, gehen wir hier mal wieder runter. Sind wir ja Ostern noch mit dran? Das kann doch nicht sein, oder? Sorry, das dauert ja 100 Jahre, bis man einmal fertig ist. So, Baustelle räumen. Okay. Ich habe noch Sand. Muss ich erstmal loswerden. So, Palette Holz. Ach, jetzt müssen wir. Gut, dann fahren wir mit dem Bagger erstmal wieder zur Firma, würde ich sagen. Den brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht. Und holen uns dann so ein LKW, wo wir die Sachen drauf lagern können. Nein, Herrgott! So, Baumaschine liefern. Dafür brauchen wir den hier. Ich denke, auf den drauf wird das nicht gehen. Ach, jetzt müssen wir uns zum Auflieger. Das heißt, wir müssen zum Fahrzeug handeln. Denn wir brauchen jetzt schon mal mit Kran. Ja, das wäre natürlich günstiger. Moment. Moment, Moment, Moment. Moment. Machen wir es anders. Machen wir es anders. Dann nehmen wir uns unseren Pritschenwagen. Mein Gott, immer dieses.
Dann ab zum Baumarkt. Baustoffhandel, genau, da müssen wir hin. Da müssen wir uns nämlich so eine Palette Holz und alles besorgen. So, dann schauen wir mal. Also wir brauchen dreimal Deckenelement. Dann brauchen wir viermal Palette Ziegeln. Und wir brauchen eine Palette Rohre und zwei Paletten Teer. Haben wir sie dann alle? Dann haben wir, glaube ich, alles zusammen. 12.000. Ja, ach, die brauchen wir auch noch Palette Holz und Baugerüst. Dann haben wir aber alles, ne? Ja. Dann sind wir bei 16.100 Euro, ey. So. Warum hat er das nicht beladen, der Vollpfosten? Wahrscheinlich. Ach nee, Leute. Bekloppt, echt, ich werd bekloppt. Brauche ich eine Zugmaschine mit Kran? Und wir brauchen Multi-Auflieger. So. Was ein Hin und Her, ey, leck mich an. Wo steht jetzt der beschissene Auflieger? Ist der da oder wo ist der denn jetzt? Sorry, Leute. Da steht er. So, ab zum Baustoffhandel. Warte mal.
Ah, nee, jetzt sag bloß, ich muss den Mist selber laden. Ein bisschen was kann ich ja noch auf den anderen laden. Wenn wir zwei LKWs dahin fahren. Mein Gott. So, dann nehmen wir als nächstes die Russen hier. Am besten schon mal. Dann halt so. Ah, Scheiße. So, jetzt aber. Dann nehmen wir als nächstes die Rohre.
So, dann nehmen wir das hier vorne. Nimm den doch. Eieiei, ob das überhaupt passt. Das wird ein bisschen eng, oder? So, der ist voll, würde ich sagen. Da passt vielleicht noch, neben die Rohre passt vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ja, vielleicht das hier. Das passt da noch neben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der ist voll. Das heißt, den setzen wir zurück. Der kommt zur Baustelle. So. Dann wollen wir mal schauen. Meine Güte, wie ging das denn jetzt nochmal? Boah, ich drehe gleich am Rad hier, meine Güte, ne. Endlich. Warte mal. Erst wieder zum Baumarkt. Die anderen Sachen noch einladen. Ach, Scheiße. Oh, ach, das ist immer, wenn man sich nicht konzentriert. Echt, das ist.
So, das sieht schon nach den Rohren aus, oder? So, die haben wir. Jetzt brauchen wir noch Palette PVC-Rohre. Ah, die haben wir. Jetzt brauchen wir Palette Holz. Die haben wir noch nicht. Bewährungsgitter. Die müssten wir aber haben. Bewährungsgitter. Ne, haben wir noch nicht anscheinend. Anscheinend ist das nicht das Richtige. Dann stellen wir es erstmal hier vorne ab. Ach, Dreckverfluchte! Egal, was wir denn jetzt machen. Wisst ihr was? Ich habe die Schnauze voll. Es ist doch einfach alles nur noch Käse. Entschuldigung. So, jetzt wissen wir, auspacken. Auspacken. Sollen wir denn da auspacken? Was? Bewege dich zum Markieren auf der Baustelle und packe die Baumaterialien aus.
Ach so, ja, wie kriege ich das Ding da jetzt raus? Ah, das ist die Frage. Und da mal eben hin und so einen Pritschenwagen holen. So nah wie möglich daran fahren, dass wir den da rausgehoben kommen. Nützt ja nichts. Aber irgendwie bin ich heute überhaupt nicht gut drauf. Ey. Ich weiß auch nicht. Hoch. So, haben wir das auch erledigt? Plattenfundament gießen. Das sieht ja schon gar nicht schlecht aus. So, was brauchen wir denn dafür? Ach, wir brauchen eine Betonpumpe. Farbmischer, Betonpumpe. Betonpumpe. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen wieder mal zum Fahrzeughandel. Müssen uns Pumpe. Mieten. Müssen mit dem natürlich zum Betonwerk fahren, beziehungsweise zur Gießerei. Gießwerk, ja.
Dann müssen wir zu Gießwerk. Uns da Beton holen. Und die sind dann da gießen. Hier falsch oder was? So, Baumaschine ist voll. Dann ab zur Baustelle. Wahrscheinlich da reinfahren im markierten Bereich. Gehe ich mal ganz stark von aus. Oder? Aber das wird ja auch nichts bringen. Schon noch mal wieder zurück, oder? Ich weiß es nicht zum Teufel. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Also so, warte mal, so. Ja, das ist doch noch ein bisschen weiter. Ah, okay, alles klar. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich das war.
Ja. Okay. Ist auch nicht viel, mein Gott. Da hinten muss ich noch hin. Zurück. Ach, komm doch. Wir haben's, wir haben's. Wunderbar. Palette Ziegeln, wie geht das denn jetzt? Ach du Sch. Jetzt runter, oder? Ach, da müssen die Paletten. Ah nein. Okay, dann muss ich dich jetzt nehmen. Wir müssen zum Baustoffhandel. Da müssen wir nämlich jetzt die Bosch, die Ziegel einladen. Ich muss was ganz was anderes machen.
So, dann ab zum dahin. So, jetzt brauchen wir nur noch die Palette Ziegel. Dann haben wir das auch. Machen wir noch Spix. So, zwei müssen wir ja schon an der Baustelle haben. So. Dann schafft man die auch noch eben zur Baustelle.
Ach, die anderen beiden habe ich auf den anderen LKW drauf. Ja, stimmt. Die habe ich auf den Auflieger drauf. Jetzt fällt es mir ein. Stimmt. Güte. So, du musst dich da eh versch musst da eh verschwinden. Ach ja. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wo der Sattel rumsteht. Der steht da rum, der steht da rum. Das ist die Zugmaschine. Fahrzeughandel. Hier. Wo war jetzt noch mal wieder die Zugmaschine? Ah, ist das alles ein Dreck. Da. Den auch noch schnell zur Baustelle. Fehlt aber ganz schön eng.
Boah, scheiß die Wand an. Wie soll ich denn hinten dran kommen, ey? Mein Gott, ey. Gucken, ob das funktioniert. Ja, hoch. War mir klar, dass er nicht hinhaut.
Versuchen wir es halt so herum. Ach, Scheiße. Schon ein Stück noch. Ja, geht doch. Wunderbar. Haben wir das auch erledigt? Ja, ist ja gut. So. Das haben wir soweit. Machen wir die Wand auch noch fertig. Gehen wir auf die andere Seite. Was noch? Was sollen wir denn noch? Baumaterialien auspacken. So, sollen wir mal Kittenbereich räumen? Das tun wir. Mal wieder was beendet. So, damit geht es dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Müssen jetzt erstmal wieder aus dem Bereich raus. So. Wie das dann alles weitergeht, das seht ihr dann in einem der nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Müssen wir noch einen Kran aufbauen und all solche Sachen. Ihr seht es, es wird noch richtig interessant. Wir haben noch eine Menge zu tun mit unserer Baustelle hier, mit unserem Einfamilienhaus. Aber wie das alles dann weitergeht, das seht ihr dann in einem der nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer The Danish Speeders. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.